Was ist nur mit Madonna los? Vor wenigen Tagen postete die Pop-Ikone Madonna ein Foto auf ihrem Instagram-Account, auf dem ihre Brüste teilweise hinter einer Handtasche zu sehen sind. Die Brustwarzen hat sie vor der Veröffentlichung vorsorgehalber unkenntlich gemacht. Zu dem Foto schrieb sie: "Ich sabbere immer noch wegen dieser Handtasche." Fans fragen sich seither, was der Star damit bezweckt. Will Madonna bloß Aufmerksamkeit oder will sie als Influencer die Handtasche bewerben? Jetzt schockiert die 59-Jährige erneut. In einem kurzen Video, das die Like a Virgin-Sängerin ebenfalls auf Instagram veröffentlicht, ist sie auf der Geburtstagsparty ihrer Adoptivtochter Mercy James zu sehen. Ihr Look ist dabei äußerst schräg. Über ihre Zähne hat sie Grills gestülpt. Unter ihrem Oberteil ist ein kugelrundes Objekt zu sehen. Dann sagt sie in die Kamera: "Schaut mal, Leute, Louis Vuitton macht jetzt auch Umstandsmode und ich bin so aufgeregt deswegen. Und weil ich nicht will, dass sich das Baby zu sehr bewegt, trinke ich etwas Champagner." Weiters erklärt Madonna, dass ihr angebliches Baby in einer Galerie gezeugt wurde und den Namen Graffiti erhalten soll. Mit diesem Video polarisiert Madonna wie eh und je. Ob sie in dem Video tatsächlich betrunken war oder nur so tat, hat die Sängerin nicht aufgeklärt.